Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werden wir 24 Stunden lang Solo-Survival hier im Dschungel von Costa Rica machen. Wir werden uns nur davon ernähren, was wir selber fangen. Deswegen auch meine Angel dabei. Oh mein Gott! Oh! Oh! Direkt vor meinen Füßen, alles voll. Schaut euch das an. Ja! Oh, das hat sich alles gelohnt. So, Freunde, die Nacht ist hereingebrochen. Ansonsten habe ich equipmenttechnisch nur das Allernötigste dabei. Bin super gespannt, wie die Nacht wird, was wir in den 24 Stunden alles erleben. Also Leute, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go. Partner des heutigen Videos ist AG1. Ich habe mir, so wie viele von euch da draußen wahrscheinlich auch, für dieses Jahr vorgenommen, mehr auf meine Ernährung zu achten. AG1 lässt sich schnell und einfach in meine Morgenroutine integrieren und tut mit diesem kleinen Schritt viel für mein tägliches Nährstofffundament. Die Zubereitung ist zudem super easy und dauert gerade mal 60 Sekunden. Hierfür nehme ich einen Messlöffel AG1 und ca. 300 ml Wasser, shake das Ganze im AG1 Shaker und zack, fertig. AG1 unterstützt mein Immunsystem, was jetzt gerade für mich hier in den Tropen wichtig ist. Und außerdem unterstützt AG1 meinen Energiestoffwechsel und ist einfach meine tägliche Portion Nährstoffe, die mich bei meinem Lifestyle unterstützt. Denn AG1 enthält über 70 sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe oder Bakterienkulturen. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in der Infobox. AG1 ist im Abo-Modell erhältlich. Ihr könnt euch das Ganze monatlich frei Haus liefern lassen und dabei bestimmt ihr selber den Lieferrhythmus und könnt das Abo natürlich jederzeit auch einfach pausieren oder kündigen. Im Moment gibt es ein besonderes Angebot für euch. Auf drinkag1.com/browser erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 plus K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von über 40 Euro gratis dazu. Vielen Dank an AG1 für die Kooperation, die mich damit bei der Produktion von Videos unterstützen. Also, wir scouten jetzt erstmal hier den Spot, den ich mir für heute rausgesucht habe. Der sah auf der Map ganz spannend aus und ich bin ziemlich happy, ehrlich gesagt, dass wir hier ankommen und direkt so viele Pelikane haben. Das ist wirklich ein absoluter Traum. Das heißt, Baitfisch ist da und ja, das sichert uns schon mal irgendwie ein Abendessen, würde ich sagen, weil ich bin mir sicher, mit den Baits, die ich dabei habe und so viel Baitfisch, wie hier ist, werden wir bestimmt den einen oder anderen Räuber fangen. Von daher schauen wir jetzt mal, dass wir einen geeigneten Schlafplatz finden. Ansonsten sieht man hier zur Umgebung, wir haben recht viel Dschungel da hinten. Boah, hier eine fette Wasserflasche übrigens, 6 Liter. Ohne Wasser wollte ich hier nicht rausgehen, ehrlich gesagt. Bin schon ein bisschen hier ab vom Schuss. Da vorne ist der Dschungel, da ist so eine Felsenküste. Da wird man bestimmt ganz gut angeln können von und auch schnorcheln, hoffe ich mal. Dann haben wir hier noch so einen Fluss. Ich glaube, es müsste Süßwasser sein, habe ich gerade schon mal geguckt. Auch recht viele kleine Fische drin. Und ja, da hinten sind noch mehr Felsen, ganz viele Pelikane. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ich will gerade mal überlegen, wo wir den Schlafplatz aufbauen, weil am besten wäre es natürlich, wenn wir irgendwo geschützt sind, falls es regnen sollte, was es aber eigentlich nicht tun sollte, ehrlich gesagt. Und wo wir die Hängematte gut platzieren können. Ich habe eine Hängematte dabei mit Moskitonetz und auch noch ganz schön viele andere Sachen, die man hier sehen kann. Aber was alles im Rucksack dabei ist, was mitgekommen ist auf diese 24-Stunden-Challenge, das unboxen wir gleich nochmal und schauen uns gemeinsam an, wofür ich mich entschieden habe. Der Fluss hier sieht auf jeden Fall schon mal recht spannend aus. Also wäre ich das hier jetzt alles ohne eigenes Trinkwasser angetreten, glaube ich, könnte ich mich hiermit ganz gut durchschlagen. Natürlich müsste man das noch abkochen, aber das dürfte Süßwasser sein. Da hinten ist so ein Kanal, der kommt direkt aus dem Dschungel. Würde mich echt wundern, wenn es salzig ist. Ich würde sagen, wir können aber auch einfach mal ganz kurz probieren. Natürlich nur für den Geschmack. Kein Bock mehr hier irgendwas einzufangen. So. Süßwasser. Wir schnappen uns mal wieder Angeln und Wasser. Schauen, dass wir uns jetzt ein schattiges, sicheres, windgeschütztes und trockenes Übernachtungsplätzchen für die Hängematte finden. Das ist nämlich die erste Prio. Wasser habe ich ja. Das heißt, jetzt bauen wir erstmal ein Shelter, bauen uns eine Übernachtungsstelle und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie Fische finden, damit wir abends in ungefähr 6-7 Stunden, wenn die Sonne dann untergeht, auch was zum Essen haben. Ich habe nämlich keinen Bock, 24 Stunden zu hungern, bin ich ehrlich. Aber kriegen wir schon hin. 24 Stunden bin ich zuversichtlich mit Angel, guten Ködern dabei, Vorfach, alles tipptopp. Sollte was werden. Hier sieht man übrigens, kommt der Bach raus, fließt hier direkt ins Meer rein. Auf jeden Fall ganz spannend. Oh,
schön kaltes Wasser. Hier die Schlappen, die ich übrigens anhab, sind, falls ich ins Wasser muss zum Angeln, beziehungsweise auf den Felsen. Die Felsen hier sind mega, mega scharfkantig. Das durfte ich leider schon rausfinden. Deswegen habe ich mal hier meine Felsschuhe mitgenommen. Der Dschungel sieht auf jeden Fall geil aus, ey. Oben haben wir ein paar Kokosnüsse. Vielleicht kriegen wir es ja auch irgendwie hin, eine Kokosnuss runterzuholen und zu öffnen. Das wäre natürlich, falls wir einen Fisch fangen sollten, noch ein richtig geiler Drink on top. So, ich bin den Spot jetzt hier mal so ein Stück weiter hochgelaufen. Und hier sieht es auf jeden Fall richtig nice aus. Haben hier deutlich mehr Steine im Wasser und das Wasser ist irgendwie auch klarer. Also es sieht deutlich klarer aus. Ich glaube, das ist besser jetzt hier zum Angeln. Ehrlich gesagt, haben wir auch ganz gutes, schattiges Plätzchen. Gefällt mir hier sehr gut. Wir haben ein bisschen Strand, können hier morgens geil schnorcheln gehen und natürlich hoffentlich den einen oder anderen Fisch fangen. Haben hier direkt diese Steinlandzunge da rechts, wo wir rauf können, wo wir dann direkt weiter draußen im Meer angeln können. Spot gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja. Gucken wir, was da hinten noch kommt. Aber der ist schon mal in einer engeren Auswahl. Puh, hier sieht er auch wieder richtig, richtig schön wild aus, der Dschungel. Boah, mega, die Felsen hier vorne wieder alles voll mit Pelikan. Schon echt ein gutes, fischreiches Zeichen. Und das Gute ist auch, es ist gerade oder kurz vor High Tide. Also die Flut müsste fast am Zenit sein. Wir dürften also keine Überraschung erwarten, dass wir irgendwie nachts überschwemmt werden, wenn wir uns jetzt hierhin begeben sollten. Ich würde sagen, wir gehen da hinten, wo wir so ein bisschen so einen kleinen eigenen Strand hatten. Und die zwei Bäume, die sowieso schon in perfekter Entfernung zueinander standen für die Hängematte. Ich glaube, das ist der beste Spot. Und dann unboxen wir mal, was ich alles im Rucksack dabei habe, wofür ich mich entschieden habe. Ich habe das ganze Equipment wirklich mega klein gelassen, mega wenig mitgenommen und nur auf das Nötigste beschränkt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Alter Leute, guck mal, ein Leguan. Geil, ey. Der sieht ja cool aus. So ein Leguan, oder? Ich glaube aber, die sind friedlich. Also, der sieht zumindest irgendwie ganz süß aus. Was mir gerade noch eingefallen ist beim Spot, jetzt wo ich gerade hier mal unboxen wollte und mich ein bisschen gemütlich machen wollte, gucken, ob Kokosnüsse hier oben sind. Kein Bock hier nachts von einer Kokosnuss geweckt zu werden, beziehungsweise richtig schlafen gelegt. Aber hier scheint keine dran zu sein. Da oben irgendwie auch nicht. Also da auf der anderen Seite, aber nicht da. Passt, oder? Viel besser werden wir es wahrscheinlich nicht finden. Hier habe ich meinen eigenen Privatstrand. Kann ich schönes Feuerchen machen. Kann ich da hinten auf der Klippe ein bisschen angeln. Hier ein bisschen tauchen, schnorcheln gehen, alles abangeln. Das sollte es doch sein. Von oben nach unten, wir haben dabei Wasser. 6 Liter, denn ich habe keinen Bock hier zu dehydrieren. Es sind aktuell 30 Grad im Schatten. Besonders wichtig deswegen Wasser. Eine Angel, ganz klar. Das ist meine Nace One. 15 bis 45 Gramm. Als Rolle montiert habe ich hier eine Shimano Sustain 5000 XG. Dann haben wir natürlich noch dabei eine Kopflampe, die richtig, richtig Kraft hat. Und die uns auf jeden Fall hier nachts helfen wird, falls irgendwas los ist, damit ich mich hier nachts orientieren kann. Vielleicht gehen wir nachts auch mit der Kopflampe mal hier raus und schauen, ob wir irgendwie Squids oder so entdecken können, denn die ist richtig stark, die Kopflampe. Natürlich Kamera-Equipment hier ohne Frage. Dann haben wir noch dabei eine Sonnenbrille, eine zweite Badehose. Das hier ist meine Hängematte plus Moskitonetz. Habe ich noch nie aufgebaut. Ich bin gespannt, wie schwierig das wird und wie das Ding dann aufgebaut aussehen wird. Das ist auf jeden Fall hier die beiden Leinen und hier ist die Hängematte mit inkludiertem Moskitonetz. War mir auch wichtig hier für den Dschungel. Kein Bock nachts von den Moskitos genervt zu werden. Dann eine Multibag mit ganz verschiedenen Sachen, Snaps, Vorfachmaterial, Haken, allem drum und dran, was man so gebrauchen kann zum Angeln. Hier auch zum Angeln eine Tacklebox mit nur dem wichtigsten, einer bunten Auswahl von verschiedenen Angelködern. Ich habe hier Topwater Baits, kleine Popper, dann habe ich hier noch Wobbler, flachlaufend, tieflaufend, schwimmend, sinkend in allen verschiedenen Variationen. Dann hier noch ein Gummifisch zum Jiggen, kleinen Chatterbait, ein paar Snaps, ein Blinker, also eine ganz wilde Auswahl von den verschiedensten Angelködern. Mal gucken, worauf wir hier vielleicht einen Fisch fangen. Dann haben wir natürlich noch dabei viel morgen früh zum Tauchen gehen. Ein kleines Schnorchelset bestehend aus Schnorchel- und Taucherbrille. Dann eine Cap, damit ich mir nicht die Rübe verbrenne, wenn ich jetzt den ganzen Tag da draußen auf dem Stein stehe und angel. Ein Messer zum Erlegen des Fisches sowie zum Schnitzen hier, falls man irgendwas bauen muss, ein Spieß oder so, wo man den Fisch drauf aufspießt. Ein Feuerzeug, dass wir das Feuer anbekommen, ganz normales.
und natürlich Sonnencreme und Zink-Sonnencreme fürs Gesicht. Auch ganz wichtig eigentlich. Dann natürlich noch, was ich anhab, mein UV-Shirt, langärmlich. Und ja, eine kurze Hose sowie meine Rock-Shoes, also hier die Rip-Schuhe mit einer Sohle, mit der man besonders gut auf den Felsen laufen kann, ohne dass ich hierbei drauf gehe, wenn ich da drauf angeln gehe. Und das ist das ganze Equipment. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die Hängematte auf und dann schauen wir mal, wie das ganze Ding sich hier macht am Wasser, ob das funktioniert. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Angelspots auschecken. Das hier ist jetzt meine Unterkunft für heute Nacht. Schauen, ob die mich hält. Oh, ich habe ein bisschen Angst, bitte reiß nicht. Das habe ich ein Riesenproblem. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ist ja voll bequem. Oh, es ist schön. Und komplett abgeschlossen hier. Kein Moskito wird hier rein können. Wahnsinn. Übertrieben nice. Also ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so bequem ist. Also, wenn wir keinen Fisch fangen, werde ich zumindest sehr, sehr gut schlafen hier heute. Es ist wirklich unfassbar bequem. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe bisher noch nie eine Nacht in der Hängematte gemacht. Wird sich noch zeigen, wie gut man hier wirklich pennt. Es wird gut. Jetzt brauchen wir noch Fisch, Leute. Aber die Hängematte ist es. Auch mit dem Moskitonetz, Game Changer. Also ohne Moskitonetz hier. Das macht schon großen Unterschied, sage ich. Jetzt gehen wir mal schauen, wo wir Fische fangen können. Ich würde sagen, wir versuchen es erstmal ganz da hinten, wo die Pelikane waren beim Intro. Und schauen mal, ob bei den Pelikanen vielleicht auch noch andere Fische außer kleine Sardinen sind, sondern ein größerer Räuberfisch. Das Camp steht, die Angel ist montiert. Ich habe hier einen kleinen Mad Max drauf gemacht, flachlaufend, ein Bobbler quasi. Und ich würde sagen, wir checken einfach mal aus, was auf diesen Felsen da hinten abgeht. Einfach mal hier komplett rumlaufen und von da aus angeln, gucken, ob wir da vielleicht schon einen ersten Anfasser kriegen. Jetzt gerade müsste eigentlich die beste Zeit zum Angeln sein, High Tide, also Flut. Und ja, das ist das Beste, weil das Wasser wird einfach hier reingedrückt und neue Areale werden somit für die Fische freigegeben. Das heißt, die ganzen kleinen Fische können hier Futter suchen auf dem Riff, was jetzt überschwemmt ist. Gucken, ob die Theorie aufgeht und wir hier direkt den ersten Fisch fangen können. Ich bin jetzt richtig hyped, die Challenge beginnt. Ich muss was fangen, ich habe keinen Bock, 24 Stunden zu hungern. Also, drückt mir die Daumen, Leute. Boah, sieht schon echt geil aus hier mit den ganzen Felsen und Pelikanen. Türkisblaues, klares Wasser, wenn es jetzt dann morgen früh ist und das Meer noch schön ruhig ist, werden wir bei dem klaren Wasser bestimmt richtig nice gucken können mit der Taucherbrille, wenn wir dann tauchen gehen. Hier ohne diese Schuhe hier, die ich anhab, die ein bisschen komisch aussehen, ehrlich gesagt, wäre das hier gar nicht so easy, über das Riff zu kommen. Es ist nämlich teilweise extrem glatt. Und dann teilweise wieder richtig scharfkantig. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus hier für den ersten Spot, oder? Der erste Angelplatz hier hat jetzt keinen Fisch gebracht, auch keinen Nachläufer, keinen Kontakt, gar nicht. Sieht aber trotzdem eigentlich ziemlich nice aus. Wir gehen jetzt mal wieder dahin, wo die ganzen Pelikane im Intro, wo die ins Wasser gestochen sind und schauen mal, ob wir da was kriegen. So, ich bin gerade mal hier runter an den Strand gegangen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Das ist doch mal ein schöner Jack. Über den würde ich mich schon richtig freuen hier. So einen brauchen wir an der Angel. Ich glaube, ich wechsle jetzt nochmal einen Köder. Vielleicht poppe ich auch mal ein bisschen an der Oberfläche. Aber das wäre schon mal ein richtig cooler Fisch hier. So, der kleine Bobbler kommt mal erstmal kurz weg. Und ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal ganz oldschool mit dem Blinker. Der hat auf jeden Fall auch schon mal bessere Tage gesehen, der Blinker hier. Mega verrostet schon. Aber Haken sind noch scharf. Der sollte funzen. So, neuer Spot. Er sieht wieder richtig, richtig nice aus. Bisschen ruhiger, nicht so aggressive Wellen. Und ich glaube nämlich, dass kleineren Fische eher hier in etwas wellenberuhigteren Bereichen stehen, weil heute ist schon echt starker Wellengang.
Oh, deswegen versuche ich es jetzt mal hier ein bisschen mit dem Twitch-Bait. Müsste doch was gehen, oder? Ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oh mein Gott, Leute, ich habe einen fetten Jack gesehen. Ein Riesenvieh direkt vor meinen Füßen. Ich weiß nicht, ob die GoPro gerade lief. Alter, hier sind sie. Hier sind die Monsterbiester. Ein Riesenjack. Ich mache hier mal so einen Blinker ran. Ich schleiche mich jetzt hier ran. Hoffe, er hat mich noch nicht gesehen. Bremse müssen wir relativ weich lassen. Oh mein Gott. Freunde, da vorne schwimmt er. Sieht man ihn? Ein fetter Jack. Oh. Gucken, ob er rauf geht. Ja, Jack. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, Leute. Nein, ab. Ab. Oh, das war ein fetter Jack. Glaube ich nicht. Oh mein Gott. Ich habe ihn gesehen, angeworfen, er ist raufgegangen. Ist das krass. Scheiße, jetzt wieder abgeschüttelt. Nein, Mann, nein. Den haben wir jetzt gespookt. Der wird nicht mehr zurückkommen. Fuck. Oh, war das eine Action! Oh mein Gott, ich bin hierher gekommen, hab ihn gesehen, angeworfen. Und er ist direkt drauf, ich glaub's nicht. Oh, ist das krass, aber er wird nicht wiederkommen. Ich weiß es. Er hat den Haken gespürt, er wird nicht nochmal raufgehen, Leute. Er wird nicht nochmal raufgehen. Was für eine Action. Schnappt er sich den Blinker hier. Bei dem glasklaren Wasser so ein Fisch auf Sicht. Es war ein fetter Jack, locker so groß. So ein Jack war das. Auf Sicht hier. Gibt's doch gar nicht. Ich bleib hier schön tief. Falls hier noch weitere große Fische stehen, dass sie mich nicht sehen. Ich wechsle nochmal einen Köder, Leute. Ich muss auf einen Topwater-Köder wechseln. Vielleicht ist er ja noch hier. Ist jetzt aggressiv, aber er kennt halt den Köder. Das heißt, wir versuchen es mit einem Topper. Ey Leute, wie krass war das bitte? Auf der Suche nach einem neuen Spot hier gerade hingekommen. Ich komme hier auf dieses Plateau, sehe nur da unten zwei fette Fische. Direkt Köder gewechselt, ihr habt es gesehen, ihr wart dabei. Mich hingekauert hier, da vorne hingeworfen, ganz langsam eingeleiert, boom, ist der Jack drauf. Der war locker 60, 70 cm groß. Richtig guter Fisch, nur Bremse genommen, ihr habt es gesehen, dann ausgeschlitzt. Oh, ist das bitter, aber richtig geil. Ich werde morgen früh safe nochmal hier genau in den Spot herkommen. Vielleicht stehen die Fische dann nochmal. Den habe ich jetzt verschreckt. Das heißt, wir schauen mal, was da hinten noch alles so kommt. Oh, guck mal, was hier abgeht. Die ganzen Fische springen. Hier raubt irgendwas. Alle Fische sind am Springen vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Alter, guckt euch das an. Irgendwas raubt hier. Irgendwas raubt hier. Ist das krass. Ist das krass. Irgendwas ist hier am Rauben. Direkt vor meinen Füßen, alles voll, schaut euch das an. Da ist das heftig. Komm schon, beiß an. Was sind das für Fische? Ich twitch meinen Wobbler hier jetzt durchs Wasser. Komm schon, warum beißt keiner an? Komm schon. Alter, was eine Fresserei. Das ist der heftigste Spot ever hier, schaut euch an unter mir. Alles voll wieder. Das sind kleine Bonitos oder sowas, kann das sein? Komm schon, bitte. Nur ein, bitte beiß an, bitte. Also warum auch immer haben die Fische, die hier gerade so übelst geraubt haben, meinen Wobbler komplett ignoriert. Ich glaube, der war ein bisschen zu groß. Habe jetzt mal einen kleineren Gummifisch rangemacht und werde den einfach mal durchs Freiwasser pitchen. Aber es scheint mir so, als wäre der Schwarm jetzt hier reingehauen. Alter, Leute, da unten steht ein fetter Fisch. Könnt ihr ihn sehen? Da. Meint ihr, der geht auf meinen Köder? Ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Ja, check! Oh mein Gott! Ja, der sitzt, Leute!
Den haben wir direkt hier unten vor den Füßen. Ich meine noch, da ist ein kleiner Fisch. Ich glaube, es ist ein Jack. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Er darf nicht in die Steine, er darf nicht in die Steine. Oh. Ja, da kommt ein fetter Jack. Ein fetter Jack. Oh mein Gott, daneben ist noch ein anderer fetter Fisch. Oh, das ist er, Leute. Das ist unser Speisefisch. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist er, Leute. Oh mein Gott. Oh, hier vom Ufer. Ich pack's nicht. Ist das unglaublich, Leute? Ja. Oh. Oh mein Gott. Jetzt müssen wir ruhig bleiben. Jetzt müssen wir cool bleiben. Jetzt haben wir einen richtig dicken Fisch dran. Ich glaube, der hat den richtig gut genommen. Ich habe ihn nämlich auf Sicht hier vorne genau vor seinem Maul platziert. Einen kleinen Nace Venom, kleinen Gummifisch. Und wir haben ihn, Leute. Einen schönen Jack. Da ist noch alles voll mit Jacks. Die Frage ist nur, wie landen wir ihn? Ich würde sagen, da vorne. Wir gehen da raus. Landen ihn da übers Ufer. Wahnsinn. Fetter Fisch. Okay, okay. Wir müssen uns einfallen lassen. Wir gehen hier übers Ufer rein. Boah, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Der macht, was er will, der Fisch. Das glaube ich nicht. Und da ist noch alles voll mit Jacks, Leute. Vor meinen Füßen. Alles voll. Da, 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 da. Schaut euch das an. Ich glaube es nicht, wie viele Fische hier sind. Yes, wir haben einen gehakt. Oh, ich bin so froh, ey. Der hat so eine Kraft. An der 15 bis 45 Gramm Nase. Schön vom Ufer, von den Klippen. Auf Sicht. Ist das krass. Das ist zu krass. Wir müssen ihn erstmal auspowern. Er hat noch sehr, sehr viel Kraft. Aber ich glaube, er hängt extrem gut. Oh. Das gibt's doch gar nicht. Mein Gott, ist das ein geiler Angeltag heute. Ich pack's nicht. Da ist er, Leute. Okay, wir holen ihn hoch. Wir laufen mit ihm hier rüber raus. Das ist die Strategie, okay? Okay, okay. Wir haben ihn. Scheiße, fette Welle, die können wir vielleicht nutzen. Oh Gott, er geht in die Steine. Wir müssen gucken, dass er nicht in die Steine geht. Hier rüber. Und dann hier durch irgendwie. Wir müssen auf eine fette Welle warten. Dass wir ihn hier reinbekommen können, in den Kanal. Jetzt zum Beispiel. Oh, ist das krass. Komm hoch, mein Junge. Scheiße, er geht an Stein, er geht an Stein. Er geht an Stein. Okay. Okay, okay, wir haben ihn. Wir müssen ihn hier hinbekommen. Ich habe eine andere Idee. Wir machen es da drüben. Da ist einfacher. Ich gebe dem Fisch etwas Schnur und steig darüber. Das ist der Plan jetzt. Das ist der Plan. Die Landung hier gestaltet sich als äußerst schwierig. Oh Gott, nicht an dem Stein reiben als Schnur, bitte. Oh, jetzt marschier da nochmal. Oder ich greife ihn hier. Geht das? Geht das, dass ich ihn hier greife? Unten irgendwo. Ohne, dass ich mich hier in Lebensgefahr begehe. Oh. Leute, ich kann mich vielleicht auf diese Stufe da unten hinstellen. Seht ihr die? Oh, ich sehe sie. Aber wenn dann eine Welle kommt, ey, dann bin ich gefickt. Oh, fuck. Okay. 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 Wo ist der Fisch? Wir holen ihn hoch. Wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt gemeinsam. Okay, okay, ich brauche die Schnur. Auf die Schnur. Er ist vor meinen Füßen. Ich muss ihn nur einmal an der Schwanzflosse packen, Leute. Dann habe ich ihn, aber ich brauche eine gute Welle. Oh Gott, eine Monsterwelle. Vielleicht jetzt, vielleicht jetzt. Oh, er liegt hier drin. Das ist gut. Das ist gut. Ja!
Yes, baby! Oh mein Gott! Okay, gute Sichern, gucken, dass ich hier in einen Schritt rauskomme. Oh! Oh mein Gott! Aufgeschafft, kann ich. Oh, fuck. Ja! Ja! Was ist das? Oh, das hat sich alles gelohnt. Ist das ein dicker Washi? Ja! Oh mein Gott. Okay. Oh. Ist das ein geiler Fisch, Leute. Schaut ihn euch an. Ich glaube aber, der ist zu groß und zu viel. Ich mache ja nur 24 Stunden Survival. Ich kann den ganzen Fisch nicht verwerten. Es wäre eine absolute Verschwendung. Es ist höchstens ein Fünftel von dem Tier. Das heißt, wir lassen den wieder frei und schauen, dass wir einen kleineren kriegen. Der Kollege ist noch quicklebendig, der grunzt noch ein bisschen vor sich hin. Oh, das ist ein geiles Tier. Schnell zurück mit dem. Oh. Mein Gott, was ein Fisch. Oh. Alter, Leute, was für ein Traum. Und da will er abgehen. Da will er. Tschüss. Tschüss, mein Junge. Woohoo! Yes, baby. Was ein Kampf, was ein Fisch. Auf Sicht mit der krassesten Landungsaktion ever. Ist das heavy. Oh, ich bin so froh. Ich bin so froh, Leute. Yes, Mann. Oh, es war so ein geiler Fisch. Auf den kleinen Nacewen. 3,5 Inch oder was. Das kannst du nicht ausdenken hier. In der vollen Mittagshitze. Ist das krass. Aber der war zu groß, Leute. Von dem Fisch esse ich so ein Stück. Und dann sind noch 4/5 vom Fisch übrig. Was mache ich mit denen? Ich werde erst in 24 Stunden abgeholt. Ich kann die hier nicht kühlen. Den einbuddeln, der wird über Nacht ausgebuddelt von irgendeinem Leguan oder so. Das macht keinen Sinn. Deswegen, der Fisch war noch quick lebendig. Der Köder war nur ganz, ganz außen gehakt. Ihr habt es gesehen. Der ist sofort weggeschwommen. Wir schauen, dass wir einen kleineren kriegen. Aber dieses Erlebnis hier, unfassbar. So, Leute, guten Gewissens habe ich den Fisch jetzt freigelassen. Aber ich bin natürlich immer noch mega hungrig. Boah, der hat den hier echt komplett zersäbelt. Wahnsinn. Spießen wir nochmal neu auf, werf ihn nochmal rein, weil ich sehe, hier unten sind auf jeden Fall gerade einige Fische am Start. Große sowie kleine. Und der Köder hier scheint ja zu performen. Das heißt, wir schauen mal, ob wir das vielleicht direkt nochmal so hinkriegen. Boah, da vorne. Da sind richtige Baitballs und da schießen die ganze Zeit die Barracudas rein. Seht ihr die? Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Gucken, ob wir hier direkt noch einfangen. Boah, was ein Biss. Oh mein Gott. Okay, okay. Alter, das glaube ich nicht. Das ist krass, ein Angeln ever hier. Vom Stein. Einfach vom Stein. Was hier für Oschis gerade langschwimmen. Wahnsinn. Ich ziehe ihn mal andersrum auf. Ein Rooster wäre jetzt noch krass, sage ich. Boah, guck mal hier unten. Boah, das glaube ich ja gar nicht. Okay. Boah, komm schon. Holz ihn weg. Schön aus dem Freiwasser. Komm, Junge. Komm, Junge. Weißt du, hast Hunger? Weißt du, hast Hunger? Ein kleiner Barracuda wäre auch was Feines heute auf dem Feuer, sage ich euch. Alter, guck mal, da ist der Baitball. Ich weiß nicht, wie gut man es sieht auf der GoPro, aber da ist alles voll mit kleinem Futterfisch. Und das ist, warum hier gerade diese fetten Barracudas, Garfisch, Needlefisch und die Jacks hier gestapelt stehen. Das ist der Grund. Leute, seht ihr diesen schwarzen, Fleck da auf dem Wasser? Das ist ein Rochen. Oh mein Gott. Und da war gerade ein Riesenfisch. Ein Amberjack vielleicht. Alter, was? Ey, hier ist alles voll mit Fisch gerade. Das glaub ich einfach nicht. Ist das wahnsinnig, wirklich. Vom Ufer. Unglaublich, oder? Boah, Biss! Boah! Oh, er lässt wieder los vor meinen Augen. Er hat wieder losgelassen.
Barracuda. Bisschen absinken lassen. Das ist das krasseste Angeln hier ever. Vom Ufer, ich pack's nicht. Oh, was ein Biss. Oh mein Gott. Oh, was ein Biss. Unglaublich. Oh, Leute, Fisch eingestiegen. Kleinerer Jack, nicht so groß wie der davor. Ist das geil, ey. Auf einen kleinen Cheddarbait. Seine ganzen Homies sind mit dabei. Etwas kleinerer Jack. Ich glaube, der ist perfekt zum Essen. Genau der Richtige hat gebissen. Yes! Endlich ein Speisefisch. Yes, Leute. Okay, okay. Den müssen wir wieder sicher landen. Selber Spot hier. Da ist er. Perfekte Speisegröße. Ja! Das ist unser Abendessen. Nur ist das Wasser jetzt deutlich flacher. Scheiße, wir müssen uns einen anderen Weg einfallen lassen, wie wir ihn landen können. Schön auf dem Chatterbait. Vielleicht versuchen wir es sogar diesmal ihn hier rüber zu landen, Leute. Und hier irgendwie über die Steine. Oder dahin, wisst ihr? Oder hier unten. Aber hier unten ist mega, mega scheiße. Okay, wir versuchen es über die Steine da hinten. Wie rutschig sind die? Wie rutschig sind die? Boah, schon recht rutschig. Oh mein Gott, sehr, sehr rutschig. Rückzug. Rückzug. Warum ist hier alles voll mit Blut? Okay, wir müssen da rüber. Wir müssen den hier landen irgendwie. Über unsere bekannte Stelle oder so. Oh, der Fisch hängt auf jeden Fall gut. Da drüben ist perfekter Speisefisch. Oh, schön den Jack zum Abendessen. Das wär's doch. Jetzt nur gucken, dass wir den hierher kriegen. So. Da kommt er. Der kleine Übeltäter hat die perfekte Speisegröße. Nur auf eine gute Welle warten. Oder ich kann hochziehen. Vielleicht reicht's auch. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Yes! Abendessen. Ja! Oh. Oh, da ist er, Leute. Unser Speisefisch. Schöner kleiner Jack. Nicht allzu groß. Hat sich hier vorne den Chatterbait komplett weggehauen. Um den Fisch schnell zu erlösen, habe ich ihn jetzt gerade mal mit dem Stein da erschlagen und dann mit dem Kiemenrundschnitt erledigt. Sieht ein bisschen brutal aus. Ist ja auch ein großes Tier so. Also da werde ich auf jeden Fall heute satt von werden. Richtig geil. Klar, sieht jetzt ein bisschen rough aus, aber das ist halt Survival, ne? Den Fisch, der wird hundertprozentig verwertet. Der hat die perfekte Speisegröße, nicht so wie der andere. Der andere war viel zu groß. Hätte ich gar nicht alles verwerten können. Oh, ich bin so happy, Leute. Ist das geil. Wir haben Abendessen. Ich habe auch richtig Hunger. Den werden wir jetzt gleich schön filetieren und uns schmecken lassen. Ja, hier auch nochmal der Köder auf dem kleinen Chatterbait. Krass, dass der Haken nicht aufgebogen ist irgendwie. Das kleine Nase Raven als Trailer. Und da waren richtig, richtig fette noch neben ihm. Die sind bestimmt immer noch hier unten gerade. Und er hat gebissen. Und das ist perfekt. Das ist perfekt. Er hat die perfekte Speisegröße. Den werde ich super verwerten können. Nice. So, hier habe ich den Fisch gerade ausbluten lassen, dass das Fleisch schön frisch ist. Und ich würde sagen, wir packen es jetzt. Zwei Jacks gefangen, ein Jack verloren. Ordentlich Action gehabt. Unfassbar viele Bisse. Ich weiß gar nicht, wie viele. Der kommt jetzt mit nach heim. Machen wir uns jetzt gleich schön auf dem Feuer. Und ja, ich würde sagen, wir packen es. Geiler Angeltag. So, Freunde, wir filetieren jetzt den Jack. Perfekte Speisegröße für eine Person. Und das Filetieren geht eigentlich ziemlich easy bei dem Fisch. Ich fange erstmal hier hinten an. Mache hier erstmal den Cut rein. Wie bei vielen anderen Fischen ja auch. So, dann können wir hier hinten an der Rückengräte hier entlang
Dann schneiden wir einmal genau längs auf dem Seitenlinienorgan entlang. Zack. Und dann können wir hier nochmal den Cut setzen. Und diese beiden Filets hier, die sind jetzt genau das, was wir wollen. Perfekt. Richtig gute, leckere Filet. Schneiden wir noch hier hinten. Zack. Dann das zweite leckere Filet. Dann drehen wir den Kollegen einmal um, machen ihn kurz sauber. Hier, glaubst gar nicht. Wohl der Geier schon ran. So schnell hier. Biester sind so schnell. Guck mal, setzt er sich da hin. Pack's nicht. Die andere Seite machen wir natürlich genauso. Erstmal den Schnitt hier. Seitenlinienorgan lang. Wir haben jetzt halt auch schon mal schärfere Tage gesehen hier. Ja, mal ein bisschen so. Nächste leckere Filet, Ast rein. Der Jack ist filetiert, der Rest ist jetzt für die Krebse und ja, für den Geier, der da vorne schon wartet. Mal gucken, ob er den nimmt. Fresst euch voll. Das ist meins. Schön weg hier. Alter, aus allen Ecken. Und das hier werden wir jetzt noch von der Haut befreien, abwaschen und dann machen wir ein schönes Feuerchen. Guckt euch an, wie der Jack da hinten zerfetzt wird. Ich finde das echt krass, wie schnell die alle da sind. So Freunde, Fisch jetzt filetiert, Geier sind satt. Das ist die Ausbeute. Reinstes Fleisch, pure Proteine. Werden wir jetzt schön ein Feuerchen machen und draufhauen. Richtig Bock drauf, ey. Ich hab so einen Kohldampf. Bin aber happy, dass jetzt am Ende noch zu einem Fisch gekommen ist mit der perfekten Speisegröße. Also heißt jetzt Feuer machen und dann gehe ich mich vor allem in diesem Süßwassersee da erstmal frisch machen. Ich bin komplett von Schweiß, Sonnencreme, Fisch, irgendwas, Sand. Oh, rougher Tag. Roughes Angeln hier vom Ufer. Aber geil, macht ja auch Spaß. Also erstmal ein Feuerchen jetzt machen. Also zum Feuer anmachen nehmen wir, glaube ich, einfach hier so eine Kokosnussschalen, trockene. Können wir gleich schön auseinanderfleddern. Hier können wir dann, wenn wir Glut haben, auf die Steine vielleicht so eine Art Rost bauen mit so ein paar Stöcken und dann da die Filets einfach drüber legen. Nur noch, wenn halt die Glut ist, dass der Stock nicht abbrennt. Ich glaube, das müsste klappen. Also folgendes Szenario, Freunde, hier ist ja die Hängematte. Ich habe mir jetzt die Steine einfach mal hier rüber getragen, so frei war ich. Habe jetzt hier ein bisschen ausgehoben, da wo die Steine quasi zusammenliegen, damit hier einfach die Glut noch ein bisschen flacher liegt, ungefähr so hoch. Ja, da haben wir noch 7-8 cm zum Fisch. Müsste passen, wenn wir ein schönes Glutbett haben. Außerdem kann ich dann hier schön aus der Hängematte raus aufs Feuer und aufs Meer gucken, wenn gleich die Sonne untergeht. Von links nach rechts haben wir hier jetzt auch das Zunderholz. Ich muss mir echt mal die Pfoten waschen, wirklich fast diese verkohlten Steine hier an und so. Also gleich muss ich mich erstmal frisch machen hier. Zunderholz links, dann wird es immer ein bisschen größer, ein paar Sticks, dann ein bisschen was Großes. Und ja, Holz haben wir halt wie gesagt genug. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir den Lachs jetzt hier einfach anbekommen und dann gibt es endlich Essen. Okay, ich glaube, wir müssen es ein bisschen mehr auseinanderfasern. Das mache ich mal kurz. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ein bisschen zerrupfter. Komm, komm. Nachlegen, ein bisschen was nachlegen. Ich habe hier was von diesen trockenen Palmwedeln gefunden und die brennen echt wie Sau, also das ist der Game Changer, das Zeug.
Schaut euch an, wie gut das hier funktioniert. Ein paar kleine Stecker auf. Was Großes. Passt rein, Plan ist aufgegangen. Schönes Feuerchen haben wir jetzt hier. Schön am Meer. Ist das geil, oder? Da die Hängematte, da wird heute gepennt. Jetzt holen wir jetzt mal so ordentlich Feuerholz hier. Sollte doch jetzt schon, wenn wir das abbrennen lassen, ein gutes Glutbett werden. Und dann perfekt eigentlich für den Fisch reichen, glaube ich. Mach noch ein bisschen was rein, dann suche ich die Grillrostäste, mit denen dann das Rost ausgekleidet wird. Ja, und dann sind wir gleich ready to eat. Also ich habe verschiedene Methoden, Leute, die ich testen will, wie wir den Fisch zubereiten. Erste Methode habe ich jetzt hier so einen Stab geschnitzt. Und da spießen wir jetzt mal ein kleines Filetstück auf als Test, quasi mittig, und legen das dann hier so einfach drüber. Ich weiß nicht, ob es abfallen wird, wenn es durch ist, das Fleisch. Deswegen mache ich erstmal nur ein kleines Probestück. Und ja, wenn es nicht funktioniert, dann machen wir unseren Grillrost. Dafür habe ich hier die ganzen einzelnen Stöcker, die wir dann einfach drüber legen können und den Fisch dann drauflegen. Aber ich will das mal testen, ob das hier klappt mit so einem selbstgeschnitzten Stöckchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Improvisierter Rost. Darunter schön die Glut. Oh, ist auch richtig schön heiß, ey. Perfekt. Ja, warten wir jetzt mal 10 Minuten, dann sollten die durch sein, denke ich. Geil. Der ist von der einen Seite schon richtig schön durch. Die andere Seite wird gerade auch noch durchgegart hier. Herrlich. Also hätte ich gewusst, dass ich hier heute so ein leckeres Essen bekomme, obwohl ich ohne Essen rausgehe. Mega, ey. Wahnsinn, das hier vor so einer Kulisse. Wie schön. So, die dünnen Stückchen hier sind schon durch. Und da probiere ich jetzt mal eins, solange es noch hell ist. Da ist er, der Jack. Mmh, Alter. Voll der salzige Geschmack. Mmh. Der schmeckt wie Thunfisch. Mmh. Wirklich wie Thunfisch. Mega lecker. Oh, cool, super fresh, ey. Echt mega lecker. Schmeckt genau wie Thunfisch. Beste, ey. Richtig lecker, der Fisch. Geil, Mann. Hat sich doch voll gelohnt. Ach Leute, und ich sag euch eins, frischer geht's einfach nicht. Guck mal, der drippt noch richtig schön. Hier gerade eben noch geschwommen. Fort erlegt, ab auf den Spieß. Mmh. Also das Fleisch schmeckt 1:1 wie ein Thunfisch. Komm nicht drauf klar. Mmh. Wie Thunfisch. Und das große Stück hier gibt es natürlich ganz originell von der Angel-Tackle-Box. Ich weiß nicht, wo ich sonst drauf machen soll, ehrlich gesagt. Ich habe keine Teller oder irgendwas dabei. Ja, werde ich mir jetzt schmecken lassen. Dann werde ich mich nochmal in diesen Fluss da hinten abduschen. Und dann ja, geht's ab ins Bett. Ich bin gespannt, wie die Nacht so wird. Was alles passieren wird, ob was passieren wird oder ob ich einfach durchpenne. Und morgen zum Sonnenaufgang angeln und schnorcheln gehen kann. Ich habe richtig Bock, hier tauchen zu gehen. Ich habe ja schon von oben vorhin einen Rochen gesehen und auch eine Schildkröte, die ist aber nicht auf Kamera. Ich glaube, hier morgen früh tauchen könnte richtig geil werden. So, Freunde, die Nacht ist hereingebrochen. Es ist schon richtig dunkel. Ich schätze, es ist jetzt 19 Uhr vielleicht. Oh, der Fisch war wirklich super lecker. So ein geiler Angeltag, der jetzt zu Ende geht, was wir alles erlebt haben. Unfassbar. Was eine geile Action, wirklich. Bin richtig happy. Ich fand es auch krass, dass der Fisch
echt ziemlich salzig geschmeckt hat, obwohl ich halt gar kein Salz dabei hatte oder so. Also der war eigentlich perfekt gesalzen, so wie als hätte man Salz dran gemacht. Und jetzt liege ich hier, merke, ich bin richtig K.O. vom Tag. Ich werde jetzt pennen gehen und morgen gehen wir dann richtig schön schnorcheln, tauchen. Habe ich schon sehr viel Bock drauf. Schauen, was wir da alles sehen. Und ich werde auch nochmal an diesen krassen Spot, wo jetzt die zwei Fische kamen, die fetten. Da werde ich ganz früh morgens nochmal einen Popper langziehen. Gucken, ob wir da vielleicht nochmal ein richtiges Monster fangen können. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Morgen, Leute. Ich bin jetzt gerade aufgewacht. Tja, wie war die Nacht? Die Nacht war eigentlich recht ruhig. Also gab jetzt nichts, was mich großartig hier irgendwie wach gehalten hat, außer die Hängematte. Ich finde Penn in der Hängematte irgendwie nicht so bequem. Irgendwie nicht eine richtige Position gefunden, in der ich bequem einschlafen konnte und so. Ja, ich habe trotzdem locker 6-7 Stunden geschlafen, also war trotzdem eine gute Nacht. Vor allem jetzt hier mit dem Sonnenaufgang aufwachen, ist schon richtig schön. Und ich bin jetzt auch froh, dass die Nacht hinter mir liegt und wir jetzt gleich nochmal an den richtig geilen Angelspot von gestern können. Da freue ich mich schon sehr drauf, jetzt hier zur Morgenstunde. Also jetzt noch kurz wach werden, Wasser trinken, frisch machen, dann geht's los zum Angelspot. Ihr seht's, der Popper ist montiert. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Wir laufen jetzt mal schön rüber zu unserem Spot. 15 Minuten, wo gestern die dicken Fische kamen. Und schauen mal, ob da jetzt vielleicht in der Morgenstunde der ein oder andere richtig große Räuber wartet. Diesmal mit dem Popper. Es ist allerdings Low Tide, also gerade Ebbe. Dementsprechend weiß ich nicht, ob die Fische da jetzt noch sein werden. Aber wir schauen einfach mal. Da ist er, unser Spot. Hier haben wir gestern die ganzen Jacks gefangen. Das Wasser ist richtig zurückgegangen. Das stand hier bis hierhin ungefähr. Oh, guck mal, das ist der Sonnenaufgang. Geil. Ach, wie schön. Und ihr seht es auch schon, da sitzen wieder richtig viele Pelikane auf dem Stein. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt von hier, ja, ob wir da direkt dann auch auf Jacks und so treffen. Mal gucken. Oder ob die nicht weiter draußen stehen jetzt. So, hier war auf jeden Fall das große Fressen heute Nacht. Alles voll mit kleinen Sardinen. Das ist hier genau der Grund, warum die ganzen Fische hier sind, diese ganzen kleinen Sardinen. Und die Pelikane fressen die offensichtlich auch. Krass. Schauen wir mal, oh, die Fische noch da sind. Also es sieht für mich so aus, als wäre es zu trüb und zu flach hier mit der Tide. Weiß nicht, wie gut das hier wird mit dem Angeln, ehrlich gesagt. Wir versuchen es natürlich trotzdem mal eine Stunde hier. Einfach versuchen, gucken, ob was geht. Vielleicht haben wir ja Glück. Das war ein Fisch. Alter, was ein Biss, ey. Wahnsinn. Ich hatte einen Biss, also Fisch scheint noch da zu sein. Ist ordentlich reingegangen, der Fisch, aber nicht hängen geblieben. Ist irgendwie bei diesem Blinker, den ich da gerade dran hatte, immer das Problem, dass die Fische nicht hängen bleiben. Vielleicht ist der Drilling oder so oder keine Ahnung. Also ich check's nicht. Dann nur Fehlbisse drauf auf das Ding. Hab jetzt nochmal geändert auf hier so den Gummifisch hier, mit dem wir gestern die Jacks gefangen haben. Ja, einfach nochmal ein bisschen Gummifisch durchs Freiwasser lupfen und hoffen, dass noch was kommt. Ich würde sagen, um die 24 Stunden voll zu haben, brauche ich noch 3-4 Stunden hier. Deswegen wird jetzt erstmal noch eine Stunde durchgeangelt und gehofft, dass noch was beißt hier. So Leute, ich bin wieder zurück vom Wasser hier am Basecamp. Die Sonne steht schon ein bisschen höher. Außerdem ein Biss, den ich hatte, ist ja sonst nichts mehr jetzt raufgegangen. Bin jetzt hier gerade nochmal hingelaufen, wo ich eigentlich jetzt ins Wasser wollte zum Tauchen gehen. Dass wir einfach nochmal ein bisschen an den Stein rumtauchen und gucken können, ob wir hier irgendwas Cooles entdecken. Schildkröten oder so. Jetzt aber gesehen, dass das Wasser hier ziemlich trüb ist, beziehungsweise dass die Wellen auch relativ hoch sind. Und ja, mein Bauchgefühl sagt mir einfach, wenn ich jetzt hier hingehe, so, dass ich hier jetzt besser nicht alleine, komplett alleine, es ist wirklich niemand, kein Mensch weit und breit, ja, vielleicht jetzt besser nicht hier reingehen sollte. Und ich höre eigentlich immer auf mein Bauchgefühl, von daher gibt es den Tauchgang in diesem Video leider nicht, Leute. Ich würde es auch gern eigentlich tun, aber ihr seht auch, das Wasser ist total trüb, weil gerade Low Tide ist, also ganze Sedimente wurden auch mit rausgezogen. Das heißt, ich glaube, wir würden eh nicht so viel sehen und sowas macht dann ja auch nur Sinn, wenn man richtig viel Sicht hat unter Wasser. Dementsprechend kein Tauchgang, 24 Stunden sind jetzt fast vorüber,
Aber ich würde sagen, wir hatten eine richtig, richtig geile Zeit, ey. Dieses Jackangeln da gestern von den Steinen hat unfassbar viel Bock gemacht. Der Spot hat gebrannt, es war wirklich unglaublich. Dann natürlich noch das super leckere Abendessen. Also ich hätte mir das eigentlich auch nicht besser ausdenken können, die 24 Stunden Survival Challenge hier. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, dann lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal für mehr solcher Videos, mehr solcher Selbstexperimente. Und dann sehen wir uns demnächst schon zum nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.